Also die letzten 10 Minuten, die wir jetzt noch haben, machen wir noch ein bisschen Terraria, bis der Akku gleich leer ist. Und wir machen Folgendes. Ich gucke mal eben im Pilzbiom um. Also es hieß ja, wir könnten im Pilzbiom einen Wurm finden, mit dem wir den Fischron angeln können. Also den Boss Fischron kann man ja nur bekommen, wenn man im Pilzbiom diesen Wurm fängt. Also es muss hier irgendwo einen Wurm geben. Der hat eine ganz minimale Chance, dass er überhaupt auftaucht. Und dafür müssen wir jetzt Folgendes machen. Schlammbräuch, wo bist du denn? Wir brauchen Schlamm. Weißt du was? Das ist ja nun mal eh ein Pilzbiom. Wir brauchen Schlamm und dann bauen wir das Pilzbiom noch ein bisschen größer. Papi, komm doch mal erst zu mir. Ich Ich war möchte. gerade bei dir. Ich war gerade bei dir. Komm doch mal zu mir. Oh, hier, Florian. Gucke dir das Was an. ist denn das für ein Riesenofen? Hab ich den Ofen hier hingestellt? Was ist das? Ein Lizard-Banner. Ein Lizard-Banner. Das kann man auch noch hier hinhängen irgendwo. Bei dem möchte ich mal was schauen. Hängt da? Okay. Kann man hier vielleicht irgendwas schmelzen? Was Neues vielleicht? Das geht alles nicht. Was ist das hier? Käferflügel hat man schon mal gesehen. Die Hand, das heißt alles Ausrüstung. Ja, das haben wir alles schon mal gesehen. Also Schlamm. Ich gehe mal schnell Schlamm holen. Ist auch cool. Weihnachtsmann mit so schwarzen Flügeln. Das ist natürlich eine ganz ziemlich coole Geschichte. Ich suche. Ach ja, ich muss unbedingt aufräumen. Ich muss hier unbedingt Ordnung machen. Das ist definitiv so. Hier blickt doch keiner mehr Soll ich durch. dir mal sagen, wie viel Schaden das von Plantiere macht? Was denn? 16. 16? Ist aber nicht viel, Und oder? nee, ist nicht toll. Und deine Wurfaxt, die du vom ach, weißt schon, vom Golem bekommen hast? Ja, wie ist die so? 91. 91? Gucke, 1 und 1 und 9 sind 91. Ne, 1 und 1 und 9 sind 119. Die macht mehr Schaden als das Terrorblade, wenn ich es richtig verstehe. So, jetzt pass mal auf, jetzt machen Das einmal mehr zumindest. Hä, wir. Einmal mehr. was ist denn hier? Tannen. Ein Baum, ach genau. Wir wollten ein bisschen weihnachtlich machen. Ich habe da oben einen Baum hingebaut. Ich Übrigens, erinnere erstmal mich. hier oben gehen Drachen. Wir sind ja schon so stark. Ich bleib mal in den Himmel Vier. gucken. Und zwar mache ich es so: Ich baue jetzt hier unten, weil hier eh Pilzgebiet ist, Schlamm hin. Und zwar so weit, so dass ich gerade so drinnen Wahrscheinlich. langlaufen kann. Das muss jetzt natürlich ein bisschen ausbreiten da unten. Toll, das ist natürlich eine witzlose Geschichte, die ich hier mache gerade. Damit sich nämlich das da unten ausbreiten kann und da unten noch Pilze wachsen. Also rein ins Haus. Furchtbar, ja, die ganze Technologie. Okay, so. Ich sehe gar nichts. Das ist ja noch schlimmer, als dass ich gar nichts sehe hier. Also das soll eine Farm werden mit ganz viel Pilzen in der Hoffnung, dass da der Wurm entsteht. Du Papi, Erzähl. ich habe mir hier bei uns dir und die Truthahnfeder verkauft, mir ein Eisenschwert gekauft. Ein Eisenschwert? Was willst du jetzt damit? Ey! Ich schlage vor, wir machen erstmal einen Bus fertig. Ich komme da oben nicht rein. Was ist denn jetzt los hier? Lassen Sie jetzt mal. Hey. Ah, Seerdrache, schön. So. Besiegt. Todak möchte sich hier lassen. Das hatten wir ja auch. Wir müssen hier noch jemanden ins Haus lassen. Mir ist das hier zu dunkel, ich sehe hier gar nichts. Nichts sehe ich. Boss fertig machen. So, das wächst schon runter. Ja, sehr, sehr, sehr gut.
gespult. Und Boss willst du fertig machen? Warte, 1, 2, 3, 4. Ich will gerade mal gucken, ich möchte hier. Wir wollen ja irgendwann mal gegen den. Gegen dieses riesige fliegende Schwein kämpfen, ne? Gegen welches Riesenschwein? Na, das grüne Schwein, was da so fliegen kann. Du meinst Fischron. Ich meine Fischron. Und um gegen den kämpfen zu können, müssen wir einen Köder angeln. Also müssen wir einen Köder finden. Das ist ein Wurm. Das ist ein Regenwurm. Und der entsteht hier. Hoffentlich entsteht er hier. Wenn hier ganz viele Pilze sind. So, und deswegen will ich das ganz kurz vorbereiten, schnell. Habe ich Fackeln? Ich sehe hier nichts. Ich sehe kein bisschen, nichts sehe ich hier. Machen wir ja danach erstmal einen Boss fertig. Du immer deinen Boss fertig machen. Du kannst auch alleine den Boss fertig machen. Du und dein Pilzhaus immer weiter. Ja, naja, das ist doch wichtig. Wir wollen doch. Guck mal, um jetzt noch einen Boss fertig zu machen, reicht mein Akku nicht mehr. Das wäre ja auch schade, weil mittendrin dann mein Tablet einfach ausgeht. Das wäre doch auch schade, oder? Ja, nicht schön. Würde dir das einfach gefallen? Guck doch erstmal, wie viel du noch hast. Jetzt machen wir folgendes: Ich ziehe mal hier noch einfach aber eine. Ich kann ja sagen, wie viel ich noch habe. Noch 12% oder so. Das lasse ich jetzt einfach mal runterwachsen. Damit sich das hier ein bisschen ausbreitet. Wir haben ja nun mal jetzt eh ein Pilzbiom. Da ist das egal. Ist ja eh mal jetzt hier oben. Hopp. Komm da rein, da ins Loch. So. So, jetzt haben wir das hier. Okay, dann mache ich mal allein das Auge von Stolo. Das kannst du machen. Ist ja ganz leicht. Schaffen wir schon ganz locker. Findest du das ganz leicht, das Auge von Stolo? Mhm. Ist doch nicht leicht. 1, 2, 3, 4. Ich mach's trotzdem mal fertig. Das geht ja jetzt so leicht mit unserem Terrorblade. Ja, du schaffst das ganz locker. Ganz eigentlich locker. Sollte man im Untergrund unten eine riesige Höhle machen. Habe ich heute gelesen, links und rechts sind zwei Blöcke Platz. Ich nehme mal an, das ist dafür gedacht, dass man da hoch und runter hüpfen und dann immer zwischendrin durchgehen kann. Das Auge von Stuhl ist aufgewacht, ja. Und deswegen baue ich jetzt einfach mal hier oben. Ich habe ja ein Pilzbiom hier. Ich habe hier eins an der Oberfläche. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, dass hier dieser komische Wurm spawnt, wenn ich das so mache. Jetzt hast du es schon besiegt? Ey, ja, das geht aber schnell bei dir. Mit meinem Terrorblade geht das leicht. Na dann. Kannst du auch nochmal den mechanischen Wurm rufen? Das schaffst du doch auch, oder? Kommt das Auge von Stulu weg? Der Zerstörer raus? Hoppala. Und hopp. Okay, ich stelle fest, die Idee, so ist es natürlich nicht so einfach. Aber da fällt mir noch eine andere Lösung ein, das schick zu machen, ein bisschen. So, komm ich auch nochmal. Komm her, zack. Ich glaube, den Zerstörer schaffen wir nicht mehr, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Warum nicht? Ich glaube, es wird gleich Tag. Ach, ist doch nicht schlimm. Dann haut der Zerstörer aber ab. Das ist erstmal nur nicht vorbereitet. Jetzt werden wir in der nächsten Zeit noch ein paar Bosse besiegen. Und während wir die besiegen, breitet sich das. Alles klar. Super. Was für ein Ding. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Du bist ein Gauner, ey. Junge, 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 Junge. Wie schießt denn der heute wieder? Ja, der ist stark heute, wa? Für mich sieht er so aus. Das ist aber schon klein. Hast du aber prima hingekriegt, hast du das. Hast du prima hingekriegt, jetzt hast du mich schön abgehalten. Ich habe meine. Ich baue hier plötzlich, bumm, kommt da ein Wurm angefahren. Okay. Angeplatzt. So. Wieso sehe ich da denn den Mond? Jetzt haben wir erstmal 4 Ebenen gebaut. Haben wir erst. Jetzt ziehe ich hier durch. Papa, danke, aber da kommt Zombie. Den lasse ich jetzt einfach ein hier. Hat doch Pech. So. Jetzt kann hier nämlich das runterwachsen und dann können wir hier das schön ausbreiten. Ich hoffe, das funktioniert. Du Papi, haben wir nicht den Orbitmond? Können wir den noch?
Den können wir aber, das schaffen wir mit dem Akku jetzt nicht mehr. Da müssen wir warten, bis ich mich selber wieder vollgeladen habe. Aber dann hast du recht, dann werden wir definitiv nochmal den. Oh, ich bin ganz heiser, ey, von gestern von der Weihnachtsfeier noch. Eieiei. Glühender Pilz. Jetzt versuche ich es nochmal. Ich fahre nochmal einfach hier drüber mit dem Dingens hier. Vielleicht sieht man den ja bloß nicht und der ist jetzt hier irgendwo, aber. Also das ist natürlich auch, muss man auch wirklich cheaten. Also und diesen einen Wurm, der ist ganz, ganz selten und hat eine Chance von 666%. Oh, guck mal, hier ist noch eine Seele. Ich kann sie nicht einsammeln. Da oben, genau über mir, ist noch eine Seele. Seele, ne? Ja. Und der hat also eine ganz kleine Chance, dass der kommt, der Wurm. Und mit dem, das ist das Einzige, womit man den Fischrod also angeln kann. Und da wir zurzeit sowieso generell ganz beschissene Angelquoten haben, bin ich einfach mal drauf aus. Guck mal, es breitet sich doch schon schön aus. Gut, gut. Hier ist es schon runter, fast. Ja, und wie sieht es hier aus? Nicht ganz so weit. Hängt irgendwas dran, baue ich doch glatt mal mit meiner Spitzhacke ab. Was hängt wo dran? Ey, nee, das habe ich da hingehangen. Das Auge habe ich da hingehangen. Das ist ein Auge von Stuhle, was hier hängt. Und was macht man damit? Das habe ich einfach da hingehangen. Guck mal, weil es schick aussieht. Wenn man das abbaut? Ich weiß nicht. Erwacht? Nö, das ist einfach nur eine Trophäe. Ein sogenanntes Banner. Das nehme ich für ein Thumbnail nachher. Ich mache einfach Weihnachtsquitschi. Das hier. Ich fliege hier so rum und das wird einfach ein Screenshot davon. Nehme ich als Thumbnail für die Weihnachtszeit. Ich glaube, bei dir sieht das Bild ein bisschen hässlich aus. Das wird immer so komisch grün dann manchmal. Kommt so grüner Streifen, ja. Ja, bei so. Mir auch. Wir müssen erstmal Akku laden. Das muss erstmal aufhören jetzt. Tut mir leid. Aber wir müssen den Akku muss ich ein bisschen aufladen, dann können wir weiterspielen. Da ist ein Auge von irgendwie drin. Ich hüpfe nochmal hier runter. Oh, hoppla. Wo ist ein Auge von irgendwie? Na, so ein fliegendes Auge hier. Ich gehe nochmal hier hoch. Und gucke, ob er jetzt da ist. Der Wurm. Oh, bin ich schnell unterwegs, ey. Eigentlich viel zu schnell. Oh, was ist denn das? Ein Pilz. Hallo, so, du? Komm uns mal die ganzen Leute näher an. Guck mal, hier ist der Zauberer. Hier oben müssen wir müssen hier eine Wohnung einrichten. Kannst du das für mich machen? Da oben ist schon ein Kronleuchter, schau mal. Hier ist schon eine Weihnachtstanne, habe ich hier hingestellt. Ich habe mir extra Mühe gegeben, ne? Okay. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Ich habe hier, das ist nicht schön geworden. Was? Aber so ist auch okay. Habe ich gekauft beim Weihnachtsmann. Okay. Das brauche ich jetzt erstmal nicht Pilzgras. Wobei, hätte ich doch, warte mal, hätte ich doch nehmen können. Ich hau erstmal. Schlüssel haben wir noch da. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Maxi, hi. Die Bombe, die kann man weghauen. Die Panzer behalte ich auch mal. Papi. Papi. Gib mir eine Wand. Ich mach. Was sagt, da kommt ein Zombie? Ich hab keine, ich hab gar keine einstecken. Und da kam so grünes Schwert von unten angeschossen. Ein grünes Schwert? Mhm. Nee, leider kann ich dir aktuell gerade keinen. Hier, nichts da geben, dergleichen. Dann bauen wir. Ist auch nicht schön. Eine Wand, das können wir erst in der nächsten Folge machen, weil ich keinen Akku mehr hab. Aber hier unten baust du das dann rein, ne? Gut. So, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.